So, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein Unboxing vor, und zwar von pyroweb.de. Darum handelt es sich um ein Sponsorpaket, das ich bekommen habe von pyroweb.de. Dafür nochmal danke. Die ganzen Sachen, die hier drin sind, habe ich mir selber ausgesucht für euch, damit ich daraus auch ein Video machen kann und euch ein bisschen was präsentieren kann. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir mal auf und schauen wir mal, was da alles so drin ist. Viel Spaß. So, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal ganz kurz rein, was wir da Schönes haben. Der Wert dieser Bestellung bzw. dieses Paketes ist ungefähr, ich glaube, 125 Euro. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf und schauen uns das natürlich an. So. So, das Paket ist offen und dann werde ich mal gucken, oh, ich sehe schon was ganz Schönes, werde ich mal ganz kurz gucken, was da so drin ist. Wir haben hier Verpackungsmaterial, ich kann jetzt schon sagen, schön verpackt auf jeden Fall. Sicher verpackt hier mit diesen Airbags, nennen die sich. Aber darum geht es ja nicht, denn es geht um die Artikel da drin. Und die werden wir uns jetzt genauer anschauen. So. Okay, also ihr seht schon ein paar schöne Sachen. Würde ich einfach mal sagen, fangen wir hier mal mit so einer Batterie an. So, Weco 25 Karat, eine sehr, sehr schöne Goldbatterie, die ich schon mal gehabt habe vor einigen Jahren, die mir sehr gut gefällt und die ich einfach nochmal haben wollte zum Testen. Also Weco 25 Karat haben wir hier einmal. Dann ein Leuchtsortiment, so kleine Batterien sind da drin von Komet. Das Sternenkracher, finde eine sehr schöne Sortierung. Von Komet hatte ich leider noch nicht so viel Leuchtzeugs, deswegen wird jetzt einfach mal ein bisschen was getestet davon. Hier ist einmal die Stormstars, die Fire Rain, die Technoflashes drin. Ja, wird einfach mal getestet, würde ich sagen. So, dann haben wir hier, was ich auch schon länger testen wollte, die Schlossgeist von Blackbox. Sehr schönes Teil, Heulerbatterie, kleine Heulerbatterie natürlich, und die wird einfach auch mal getestet. So, dann machen wir weiter. Etwas, worauf ich mich auch sehr, sehr, sehr freue, was ich letztes Jahr leider nicht mehr bekommen habe, und zwar die Cobra 3 BP4 Böller. Ja, haben auch, oder haben pro Stück 4 Gramm NEM, und ich würde sagen, wir werden die auf jeden Fall mal testen. Ja, auch mit CE-Nummer. Sehr, sehr schön. Dann haben wir, machen wir vielleicht hier weiter mit den kleineren Sachen. Hier, roter Corsair. Hatte ich aus der ersten Charge damals 2014. Jetzt werde ich die neuere Charge mal testen, wie die so geworden sind, ob die immer noch so gut sind. Und deswegen habe ich mir die einfach mal hier mitbestellt. So, was natürlich auch nicht fehlen darf. Dreier Kanonenschläge von Weco hatte ich in dem Design noch nie, glaube ich. Die sehen ja bei Kaufland immer ein bisschen anders aus. Haben sich auch nicht wirklich geändert, so jetzt vom Optischen. Und deswegen habe ich mir die auch einfach mal mitgenommen. Genau. Kanonenschläge. Dann ein anderes Leuchtsortiment, das Feuerball von Kellerfeuerwerk. Da sind viele verschiedene Sachen drin. Zauberbox ist hier drin, Zauberflöte, Vesuv, Regenbogenfontäne, alles was man so mag oder was cool ist. Hier sind sogar Böller drin, sehe ich gerade. Pyrocracker, eine Packung. Saugeil. Ja, wird auf jeden Fall auch getestet. Dann kommen hier jetzt mal ein paar Raketen. Die Rocket Strike von Nico. Leitwerkraketen, sehr, sehr geile Teile.
hatte ich schon vom Norma mal. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber jetzt werden die einfach nochmal getestet, weil die einfach so gut waren. So, dann das erste Raketensortiment, und zwar das Berlin. Hier mit Nico-Raketen drin. Genau, Berlin nennt sich das. So, das letzte Raketensortiment, Rings of Fire. Das ist so groß, kriege ich gar nicht aufs Bild. Auch mit ganz, ganz vielen Nico-Raketen, Ring-Raketen. Das müsste, wenn ich mich nicht täusche, beim Norma das Rocket Rally sein. Das wird jetzt einfach hier nochmal in dem Design getestet. Und als letztes sehe ich die fette Batterie Titanica von Blackbox Feuerwerk. Titanica, die hat mir auch sehr gut gefallen auf den Videos. Jetzt wird es einfach mal Zeit, sie selber zu testen. Und deswegen habe ich sie mir einfach mitbestellt. Und das Design sieht einfach sehr, sehr geil aus. Guckt euch das an hier. Richtig fettes Teil. Ja, das war's mit der kleinen Bestellung. Ich werde jetzt alles noch mal ein bisschen zusammen aufbauen. Und dann sehen wir uns mal alles noch mal in der Gesamtübersicht an. So Leute, das ist die Gesamtübersicht von den Artikeln, die ich bekommen habe. Also ihr seht hier nochmal, ein paar kleine Böller sind mit dabei, beziehungsweise ein paar Knallartikel sind mit dabei. Leuchtsortimente, Batterien, die Titanica von Blackbox, die Schlossgeist, die 25 Karat, Berlin Raketensortiment, Rings of Fire umgelabelt, die müssten die Rocket Rally vom Norma sein. Und dann natürlich noch ein paar andere Sachen. Und ich werde natürlich alles für euch testen und werde euch natürlich beraten, ob die Sachen gut oder schlecht sind. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit den kommenden Videos viel Spaß. Es wird noch sehr, sehr, sehr viel folgen. Und ja, haltet die Ohren steif und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Pyroweb.de. Feuerwerk. Das ganze Jahr.